Bischof Pierre Martin Ngodinchuk, ein kurzer Lebenslauf. Nachfolgende Informationen sind eine Zusammenfassung aus verschiedenen Quellen. Die Hauptquelle ist jedoch die Selbstbiografie von Bischof Tuck, Misericordias Domini in Internum Cantabo, wie sie im Buch von Herrn Oskar Schmidt, Pierre Martin Ngodinchuk, ein würdiger Verwalter im Weinberg unseres Herrn Jesus Christus, enthalten ist, erschienen und erhältlich in Books on Demand Verlag Nordstedt. Weitere Informationen mit Anmerkungen finden Sie unter diesem Video verlinkt. Bischof Pierre Martin Ngodinchuk wurde am 6. Oktober 1897 in Phu Cam, Vietnam, geboren. Er wuchs mit seinen 8 Geschwistern in einer frommen katholischen Familie in Hue, einer Stadt in Südvietnam, auf. Sein Vater war Ngodin Ka, ein Mandarin, dessen Ehrlichkeit seinen Sohn Pierre Martin tief beeindruckte. Zu den Kindheitserinnerungen Bischof Tucks gehören sehr prominent das zeitige Aufstehen und der tägliche gemeinsame Besuch der Heiligen Messe in der Domkirche von Hue. Im Alter von 12 Jahren trat er in das Vorseminar von An Ninh ein. Danach studierte er Philosophie und Theologie am Priesterseminar von Hue und studierte auch einige Zeit in Rom. Am 20. Dezember 1925 wurde Pierre Martin Ngodinchuk zum Priester geweiht. Nach einer kurzen Lehrtätigkeit Abituks in Paris ging er nach Rom, wo er an der päpstlichen Universität Gregoriana bis 1927 weiterstudierte und dort Doktorate in Philosophie, Theologie und Kirchenrecht erwarb. Am 8. Januar 1938 wurde Abbé Tuck zum apostolischen Vikar von Vinh Long und Titularbischof von Cesina ernannt. Unter Mitwirkung zweier Co-Konsekratoren weihte am 4. Mai 1938 der damalige apostolische Delegat für Indochina, Bischof Antonio Drapier, OP, Tuck zum Bischof. Papst Pius XI. Erteilte Bischof Tuck am 15. März 1938 eine außerordentliche Vollmacht. Plenitudine potestatis sancte sedis apostolici deputamus in nostrum legatum Petrum Martinum in Ngodinchuk, episcopum titularem Cesinensem ad fines nobis notus cum omnibus necessariis facultatibus. In der Vollgewalt des heiligen apostolischen Stuhles erteilen wir unserem Legaten Petrus Martinus Ngodinchuk, Titularbischof von Cesina, für die uns bekannten Zwecke alle notwendigen Befugnisse. Durch diese Vollmacht erhielt Bischof Tuck insbesondere die Bevollmächtigung, Bischöfe zu ernennen und zu weihen, ohne vorher den heiligen Stuhl konsultieren zu müssen. Diese außerordentliche Vollmacht wurde vom nachfolgenden Papst Pius XII. Nicht widerrufen, noch widerriefen diese Vollmacht die konsularistischen Päpste. Bischof Tuck verbrachte die Jahre seines Apostolats in Vietnam in einfachen Verhältnissen. Seiner Sorge oblag es, die ihm anvertrauten Kirchensprengel finanziell unabhängig zu machen. Er baute Kirchen und Schulen und gründete ein Vorseminar und erweiterte den Bau des Priesterseminars seines Vikariats. Bischof Tuck wurde durch den Auftrag des Heiligen Stuhls auch zum Gründer der ersten katholischen Universität von Südvietnam. Am 24. November 1960 erhob der Konzilspapst Johannes der 23. das apostolische Vikariat von Hue zum Erzbistum. Bischof Tuck wurde am 30. September 1964 ein Koadjutor vom Konzilspapst Paul VI. Zur Seite gestellt, nämlich der zum Kommunismus neigende Philippe Nguyen Kim Dien. Bischof Tuck erwähnt mehrmals in seiner Autobiografie Misericordias Domini in Internum Cantabo, dass er den Eindruck hatte, Paul VI. Hege gegen ihn eine tiefe Abneigung. Diese Abneigung gegenüber Bischof Tuck fand ihren Höhepunkt, als Montini den vietnamesischen Bischof dazu zwang, auf sein Bistum zu verzichten, was am 7. Februar 1968 geschah. Doch hören wir Bischof Tuck selbst aus dessen Lebensgeschichte, wie er diese seine Situation erlebte. Meine Anwesenheit auf dem Konzil fern von Vietnam hat mir das Leben gerettet, sonst wäre ich ermordet worden wie meine drei Brüder,
der Präsident Diem Nu und Om. Denn während meine Kollegen aus Südvietnam nach Abschluss des Konzils nach Vietnam zurückkehrten, zwangen die Amerikaner die Regierung von Südvietnam dazu, mir das Visum für die Rückkehr zu verweigern, ohne es offen zu sagen, denn es gab keinen Grund, mir diese Rückkehr zu verweigern. Die vietnamesische Botschaft bat mich, ich möge mich gedulden, während sie sich mit der Regierung in Saigon in Verbindung setzte. Ich wartete einige Monate und wandte mich um Hilfe an den Heiligen Vater, damit man mir diese Erlaubnis zurückkehr gebe. Ich weiß nicht, was der Heilige Vater Paul VI. Tat, aber er nutzte meine Situation, dass ich nicht zu meinem Bischofssitz in Hue zurückkehren konnte, aus, um mich zur Abdankung zu zwingen und an meine Stelle seinen Favoriten Monsignore Dien zu ernennen. Zitat Ende. Aus Misericordias Domini in Internum Cantabu wies es auf Seite 94 des Buches Pierre Martin Godin Tuck, ein würdiger Verwalter im Weinberg des Herrn zu finden ist. Obwohl seine Anwesenheit beim Zweiten Vatikanischen Konzil ihm das Leben rettete, hatte der Bischof selbst keine positive Meinung dazu. Doch hören wir Bischof Tuck selbst über das Konzil. Zitat: Das Zweite Vatikanische Konzil ist auf die Initiative Johannes des 23. mit dem Beinamen der Gute zurückzuführen. Aber nach meiner unmaßgeblichen Meinung war dieser sehr fromme, sehr heiligmäßige Papst ein Schwächling. Auf ihn könnte man das Wort anwenden, video meliora deteriora sequor. Ich wollte das Beste und habe dann doch das Schlechtere getan. Johannes der 23. wollte die Renaissance der Kirche und hatte ein schönes Programm dafür. Aber ach, er konnte dem Drängen der Männer der Kirche nicht widerstehen, welche die Kirche Christi mit Hilfe der modernen Welt modernisieren wollten, die in malo positus, die sich zum Bösen gewandt hat. Denn wir sind die Generation, die dem Ende der Welt vorausgeht, wo sich die letzte Schlacht Satans gegen Gott abspielen wird, die Entscheidungsschlacht, die nach einigen Schicksalswendungen mit der Niederlage Luzifers und dem Endtriumph Christi mit dem jüngsten Gericht endet. Zitat Ende. Aus dem Buch Pierre Martin Godin Tuck, ein würdiger Verwalter im Weinberg des Herrn, Seiten 88 und 89 von Oskar Schmidt. Weiter erzählt Bischof Tuck auf den Seiten 90 und 91 des eben genannten Buches, Zitat: Diese Päpste, die Konzilspäpste, haben die Strategie Jesu Christi nicht verstanden. Selig die Armen im Geiste, selig die Verfolgung leiden. Die Kirche macht Fortschritte durch das Kreuz und nicht durch den Dollar. Das Zweite Vatikanum hätte damit beginnen müssen, an diesem Grundsatz zu erinnern. Zum Triumph durch das Kreuz, zum Triumph durch das Martyrium. Also los auf den Kommunismus, ohne Gott oder vielmehr gegen Gott. Das Paradies des Kommunismus ist dasselbe wie das des Kapitalismus, ein irdisches Paradies. Die Arbeit, die der Schöpfergott dem Menschen auferlegt hat, ist zur Entwicklung für die Vervollkommnung seiner intellektuellen, übernatürlichen und körperlichen Fähigkeiten und nicht für das einzige Ziel, sich den Bauch vollzuschlagen. Vatikanum II scheint dasselbe zum Ziel zu haben wie der Kommunismus, das zeitliche Glück des Menschen. Deshalb kam es zu folgendem Skandal: Verbot des geringsten Angriffs gegen den Kommunismus. Von daher das Dogma von der natürlichen Güte jeglicher Art von Glauben, von daher der Triumph des protestantischen Axioms, Freiheit des Denkens und Gleichwertigkeit aller religiösen Meinungen, von daher die Bemühung, die katholische Religion leichter zu machen, indem man das nicht schuldig für jene verordnete, die das Brevier nicht mehr beteten und keine Meditation mehr machten. Die Abfassung einer Patentmesse für Katholiken und Protestanten, erstere Anhänger der Lehre der Transsubstantiation, die zweiten glauben nicht daran, sondern behaupten, die Messe sei nur das Andenken an das letzte Abendmahl, also kein Mysterium Fidei. Zitat Ende. Seine eigene Rolle,
sowie das von ihm beobachtete Verhalten der Konzilsväter auf dem Zweiten Vatikanum beschreibt Bischof Tuck auf den Seiten 92 und 93 des vorig genannten Buches. Zitat: Meine wenigen Interventionen hatten zum Ziel, die Kirche Christi zu verteidigen gegen die modernistischen Angriffe, gegen die Herabwürdigung der Kirche durch die gut organisierte modernistische Partei unter der Führung Suenens und deren Prälaten wie Marti, dem heutigen Kardinalerzbischof von Paris. Ich muss auch hinzufügen, dass die Mehrheit der Konzilsväter, besonders die aus Nordamerika, nicht gut Latein verstand, die offizielle und verbindliche Sprache des Konzils. Sie verbrachten einen Großteil der Konzilsdebatten in den beiden in St. Peter eingerichteten Cafés, wo sie Kaffee oder Coca-Cola tranken, und kehrten erst zur Stunde der Abstimmung in die Konzilsaula zurück, ohne recht zu wissen, worüber sie abstimmen sollten. Sie stimmten aufs Geratewohl mal mit Ja, mal mit Nein, zur Abwechslung, wie sie sagten, und diese Stimmen galten offiziell als vom Heiligen Geist inspiriert und wurden zur Mehrheit zusammengezählt. Ich habe andere Väter, sehr wenige, gesehen, die nicht den Heiligen Geist in die Cafés anrufen gingen, sondern auf ihren Sitzen den Rosenkranz beteten und dann für ihre Stimmabgabe ihre Nachbarn um Rat fragten. Auf dem Konzil sah man auch viele Meinungsänderungen. Prälaten, die anfangs eingefleischte Traditionalisten waren, wurden nach einigen Sitzungen Modernisten, als sie merkten, dass Paul VI., er war auf dem Konzil nicht anwesend, angeblich um zu zeigen, dass er die Meinung der Väter nicht beeinflussen wolle, aber er folgte den Debatten am Radio, für die Modernisten war. Sie wechselten also die Partei, um sich später nicht die hohen Kirchenämter zu vermasseln und vor allem nicht das Purpurkäppchen der Kardinalswürde. So machte es zum Beispiel der Sekretär der Heiligen Kongregation des Index, heute Kongregation für die Verteidigung des Glaubens, der seinen Vorgesetzten, den verehrten Kardinal Ottaviani, verriet, um Suens zu folgen. Zitat Ende. Die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war für Bischof Tuck schwierig. Er war seiner vietnamesischen Heimat beraubt und seines Bistums verlustig. Wovon sollte er leben, denn er hatte kein Einkommen, um für sich sorgen zu können. Nicht einmal ein Zimmer konnte er sich leisten. Endlich fand Bischof Tuck ein Zimmer bei einer franziskanischen Schwesterngemeinschaft, die ihn für 50.000 Lire im Monat beherbergten und ernährten. Jedoch hatte sein Zimmer keine Dusche und der Pfarrer einer angrenzenden Gemeinde, in der Bischof Tuck als Vikar tätig war, ließ ihn hin und wieder seine Dusche benutzen und zahlte dem Altbischof für seine Dienste in der Pfarrei rund 30.000 Lire pro Monat. Die Situation mit der Dusche führte an einem heißen, stürmischen Sommertag zu so einem Konflikt mit dem Pfarrer, dass dieser Bischof Tuck fortjagte. Dabei hatte Bischof Tuck nur ohne Einwilligung des Pfarrers eine Dusche genommen, als er verschwitzt und vom Regen durchnässt seinen Seelsorgegang beendete. Von Seiten des Vatikans erfuhr der heimatlose Bischof keine Hilfe oder Unterstützung. Hier und dort begann der Altbischof in Pfarreien als einfacher Priester auszuhelfen und verrichtete selbst die niedrigsten Dienste in Liebe und Demut. Jedoch wurde er immer wieder wegen seiner Standhaftigkeit im rechten katholischen Glauben vertrieben oder weil er die Eifersucht eines Priesters auf sich zog, weil er von den Gläubigen geliebt und geehrt wurde. Keiner schien Bischof Tuck haben zu wollen. Selbst ein italienisches Zisterzienserkloster, die Abtei Casamari, musste er in nur wenigen Stunden verlassen, als ihm abbekannt wurde, dass Bischof Tuck eine obszöne und vom Abt gebilligte Ausstellung im Kloster bei den entsprechenden kirchlichen Behörden angezeigt hatte. Dabei ging es dem vietnamesischen Bischof hauptsächlich darum, sein Ansehen zu wahren, denn für die obszöne Ausstellung wurde auch in seinem Namen geladen. Bischof Tuck verlor immer wieder sein Zuhause und blieb nirgendwo länger als ungefähr ein Jahr. So führte ihn sein Weg der Wanderschaft durch Italien und Frankreich, bis er schließlich doch eine kleine Gemeinde fand. Ein kleiner italienischer Ort, der damals nicht mehr wie etwa nur 10 Familien zählte,
in der er als Pfarrvikar tätig sein durfte. Das beschauliche Leben in Arpino endete für Bischof Tuck abrupt, als am Heiligabend 1975 Pater Maurice Ravas erschien. Pater Ravas war ein ehemaliger Professor des Econa Priesterseminars der von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründeten Piusbruderschaft. Bischof Tuck erkannte Pater Ravas, den er in Econ kennengelernt hatte. Bischof Tuck war gerade dabei, die Weihnachtskrippe aufzubauen, als besagter Priester bei ihm erschien. Der Bischof beschrieb das unerwartete Auftauchen Pater Ravas so, Zitat: Mir tat mein kleines Vermögen nicht leid, das beim Kauf dieser schönen Krippe draufgegangen war, als ein Priester zu mir kam, den ich in Econ in der Schweiz kennengelernt hatte. Er sagte zu mir gerade heraus: Exzellenz, die heilige Jungfrau schickt mich, um sie sofort mitten nach Spanien zu schicken, um ihr einen Dienst zu erweisen. Mein Auto steht für Sie an der Tür des Pfarrhauses bereit und wir werden sofort abfahren, um an Weihnachten dort zu sein. Verblüfft von dieser Einladung sagte ich zu ihm: Wenn es ein Dienst ist, den die heilige Jungfrau verlangt, bin ich bereit, Ihnen zum Ende der Welt zu folgen. Aber ich muss dem Pfarrer wegen der Weihnachtsmesse Bescheid sagen und mein Köfferchen packen. Zitat Ende. Aus Oskar Schmidts Buch über Bischof Tuck, Seite 102. Der ehemalige Econa-Professor Maurice Ravas brachte den vietnamesischen Altbischof nach El Palmar de Troya, Spanien. Dort angekommen fand Bischof Tuck eine Gemeinschaft vor, die sich zunächst der katholischen Tradition und der überlieferten katholischen Messe verschrieben hatte. Leider beruhte ein Großteil dieses Festhaltens an der katholischen Tradition auf Schauungen, welche Clemente Domínguez y Gómez und andere angeblich hatten. Vor dem Eintreffen Bischof Tucks in El Palmar de Troya hatte sich Clemente Domínguez y Gómez an Erzbischof Lefebvre gewandt und den Erzbischof um die heilige Priesterweihe gebeten. Erzbischof Lefebvre lehnte dies jedoch ab, sandte aber Priester nach El Palmar de Troya, um dort die Seelsorge zu betreiben. Während seines Aufenthalts in Spanien gelang es Pater Maurice Ravas, Bischof Tuck zu überzeugen, Clemente Domínguez y Gómez die Priester- und Bischofsweihe zu spenden. Bischof Tuck tat dies im guten Glauben, denn er war davon überzeugt, dass er Priester und Bischöfe für die katholische Tradition weihte. Wie konnte er ahnen, dass sich Clemente Domínguez y Gómez später, nach dem Tode Montinis, selbst zum Papst machen würde? Am 17. September 1976 verurteilte die konziliaristische Kirche die von Bischof Tuck durchgeführten Weihen von El Palmar de Troya. Zugleich unterstellte das modernistische Rom dem vietnamesischen Altbischof eine schuldhafte Begehung der Tat und exkommunizierte ihn late sententiae, jedoch unterstellten die römischen Modernisten dem Bischof auch non compos mentis, nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte gewesen zu sein, um so die Gültigkeit der von Bischof Tuck gespendeten Weihen in Zweifel zu ziehen, ja für ungültig erklären zu können, ein Werk der Bosheit. In einer Verlautbarung distanzierte sich Bischof Tuck von der palmarischen Kirche und schrieb: Ich bestätige hiermit, die Ordinationen von Palmar mit klarer Überlegung vorgenommen zu haben. Ich habe keine Beziehung mehr zu Palmar, seit sich ihr Chef zum Papst ernannt hat. Ich missbillige alles, was sie machen. Die Erklärung Pauls VI. Wurde ohne mich verfasst. Sie gelangte erst hinterher zu meiner Kenntnis, verfasst am 19.12.81 in Toulon, im Vollbesitz meiner geistigen und physischen Kräfte, gezeichnet Pierre-Martin Ngo-Dinh Tuck, Titularerzbischof von Bularegia, Zitat Ende. Wie schon als apostolischer Vikar von Hue lag es Bischof Tuck auch später noch am Herzen, gute, fromme Priester und Bischöfe für die Zukunft auszubilden, und damit den rechten katholischen Glauben zu erhalten und zu fördern. Obwohl das Endresultat von El Palmar de Troya für Bischof Tuck ein gravierender Rückschlag und eine Blamage gewesen sein muss, ließ er sich davon nicht entmutigen, weiterhin im Weinberg des Herrn zu arbeiten. So weihte Bischof Tuck noch weitere Männer zu Priestern und Bischöfen. Der prominenteste Kandidat, welcher von Bischof Tuck die heilige Bischofsweihe empfangen hat, ist wohl der Franzose Michel-Louis Gérard de Laurier, ein Priester des Dominikanerordens. Pater Gérard de Laurier wurde am 25. Oktober 1898 geboren,
trat 1927 bei den Dominikanern ein und wurde am 29. Juli 1931 zum Priester geweiht. Ab 1933 begann Pater Gérard de Laurier seine Lehrtätigkeit als Professor der Philosophie an einer theologischen Schule der Dominikaner in Belgien. 1940 promovierte er und erhielt sein Doktorat in Mathematik. Unter Papst Pius XII. War Pater Gérard de Laurier als Professor an den römischen Universitäten Angelicum und der Lateranuniversität beschäftigt. Nach eigenen Angaben war der Dominikaner auch einer der Berater Pius XII. Zur Formulierung des 1950 verkündeten Mariendogmas von der Aufnahme Mariens in den Himmel. Zudem soll Pater Gérard de Laurier auch der persönliche Beichtvater Pius XII. Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Der Advent des Zweiten Vatikanischen Konzils bereitete Pater Gérard de Laurier große Sorgen. Später war er ein ausgesprochener Kritiker des Zweiten Vatikanischen Konzils und protestierte gegen dessen Lehren. Pater Gérard de Laurier war auch maßgeblich an der Schrift Kurze kritische Untersuchung des neuen Messordo beteiligt, welche auch die Ottaviani-Intervention genannt wird. Pater Gérard de Laurier arbeitete auch eine Zeit lang mit Erzbischof Lefebvre zusammen und wirkte in dessen Priesterseminar in Econ. 1977 entfernte Erzbischof Lefebvre den Dominikaner aus dem Econer Seminar wegen seiner Sedeprivationslehre. 1979 schrieb Pater Gérard de Laurier einen Brief an Erzbischof Lefebvre, um ihn vor einem Abkommen mit dem modernistischen Rom zu warnen. Nach einer kritischen Untersuchung ging Pater Gérard de Laurier davon aus, dass die im Jahr 1968 von Paul VI. Promulgierten neuen Riten der Bischofs- und Priesterweihe zweifelhaft sind, wenn nicht sogar ungültig. Daher nahm er Kontakt mit Vertretern der Sedisvakanzthese in Deutschland auf, bei denen zu dieser Zeit Bischof Pierre Martin Ngaudin Thuc weilte. Nach einigen Diskussionen über die Sedisvakanz und die Sedeprivationsthesen und im Angesicht der erschreckenden Resultate des Zweiten Vatikanums und dessen bitteren Früchte entschied Pater Gérard de Laurier sich dazu, die heilige Bischofsweihe durch Monsignor Thuc anzunehmen. So wurde am 7. Mai 1981 Pater Gérard de Laurier von Bischof Thuc im französischen Toulon für die katholische Tradition zum Bischof geweiht. Für die katholische Tradition weihte Bischof Thuc zwei weitere Priester zu Bischöfen, nämlich Moises Carmona und Adolfo Zamora, am 17. Oktober 1981. Am 25. Februar 1982 veröffentlichte Bischof Thuc in München seine Deklaratio bezüglich der Situation der Kirche, in welcher er auch den Heiligen Stuhl für vakant erklärte. Hier nun der deutsche Wortlaut der Deklaratio, welche von Bischof Thuc handschriftlich in Latein verfasst wurde und wie sie im Buch von Herrn Oskar Schmidt, Bischof Pierre Martin Ngaudin Thuc, ein würdiger Verwalter im Weinberg des Herrn Jesus Christus, Seiten 117 und 118 zu finden ist. Wie stellt sich die katholische Kirche der Gegenwart in unserer Sicht dar? In Rom regiert Papst Johannes Paul II., umgeben von der Versammlung der Kardinäle, vieler Bischöfe und Prälaten. Außerhalb Roms scheint die katholische Kirche zu blühen, mit ihren Bischöfen und Priestern. Die Zahl der Katholiken ist ungeheuer groß. Täglich wird in so vielen Kirchen die Messe gefeiert, und sonntags fassen die Kirchen zahllose Gläubigen, welche die Messe hören und die heilige Kommunion empfangen. Aber wie sieht die heutige Kirche in den Augen Gottes aus? Die Messen, an denen die Leute werktags und sonntags teilnehmen, sind sie Gott wohlgefällig? Keineswegs, denn jene Messe gilt sowohl für Katholiken und auch für Protestanten. Deshalb kann sie Gott nicht wohlgefällig sein, und sie ist ungültig. Die einzige Messe, die Gott wohlgefällig ist die Messe des heiligen Pius V., die von einigen wenigen Priestern und Bischöfen, zu denen ich gehöre, gefeiert wird. Ich wünsche daher, wenn es in meinen Kräften steht, ein Seminar zu eröffnen für die Kandidaten für jenes Priestertum, das Gott wohlgefällig ist. Außer dieser Messe, die Gott nicht wohlgefällig ist, gibt es noch vieles, was von Gott verworfen wird,
zum Beispiel in der neuen Priesterweihe, der Bischofsweihe, der Firmung und der letzten Ölung. Außerdem pflegen jene Priester erstens den Modernismus, zweitens den falschen Ökumenismus, drittens die Anbetung des Menschen, viertens die Religionsfreiheit, fünftens lehnen sie es ab, die Urheber der Häresien zu verurteilen und die Heretiker auszuschließen. Daher erkläre ich als Bischof der römisch-katholischen Kirche den römischen Stuhl für vakant und mir als Bischof obliegt es, alles zu tun, damit die katholische Kirche Roms zum ewigen Heil der Seelen fortbesteht. München, den 25. Februar 1982. Gezeichnet Petrus Martinus Ngodintuk, Erzbischof. Zitat Ende. Nach der Münchner Deklaration der Vakanz des apostolischen Stuhles zu Rom führte es Bischof Tuck wieder nach Frankreich. Dort vollzog er seine letzten Weihehandlungen in Castel Sarrazin. Christian Marie d'Athessen wurde am 24. September 1982 sub conditione durch Bischof Tuck zum Priester geweiht und am 25. September 1982 sub conditione zum Bischof konsekriert. Darauf folgte Bischof Tuck der Einladung von Bischof Louis Veselis und reiste Ende 1982 in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wirkte er als Professor in dem von Bischof Veselis unterhaltenen Seminar, wo er auch in verschiedenen Sprachen die katholische Philosophie und Theologie den Seminaristen beibrachte. Im Jahr 1983 wurde Bischof Gérard de Laurier zusammen mit anderen von Bischof Tuck geweihten Priestern und Bischöfen von Josef Ratzinger öffentlich und im Auftrag von Papst Wojtyla exkommuniziert. Diese Exkommunikation war eine late sententiae Exkommunikation, welche eindeutig den mitunter aus Rom gestreuten Zweifeln an der Gültigkeit der sogenannten Tuckweihen widerspricht. Denn eine late sententiae Exkommunikation setzt die geistige Fähigkeit und den klaren Willen einer schuldhaften Begehung der Tat, in diesem Falle scheinbare unrechtmäßige Spendung von heiligen Weihen voraus. Wenn aber Bischof Tuck geistig nicht zurechnungsfähig gewesen wäre und daher die heiligen Weihen nicht gültig hätte spenden können, warum dann eine öffentlich late sententiae Exkommunikation durch den Vatikan? Schon alleine die Riten der heiligen Weihen im altehrwürdigen Ritus des römischen Pontifikale durchführen zu können, bedarf eines klaren und starken Geistes und Willens. Hinzu kommen die Zeugnisse von Bischof Gérard de Laurier, Bischof Veselis und anderer, welche mit Bischof Tuck zu tun hatten und sich um ihn kümmerten, dass eben dieser vietnamesische Bischof klaren und starken Geistes war. Sonst hätte ein Mann wie der französische Dominikaner Gérard de Laurier sich wahrscheinlich nicht von Bischof Tuck weihen lassen, wenn er Zweifel an dessen geistiger Kompetenz gehabt hätte. Mysteriös waren die letzten Monate vor Bischof Tucks Tod. Nach Berichten jener Traditionalisten, mit denen Bischof Tuck lebte und arbeitete, wurde er von vietnamesischen Novus Ordo-Priestern entführt. Jene wiederum behaupten, Bischof Tuck habe sich ob des großen Andrangs vietnamesischer Katholiken und vieler Bekannter aus Hue von der katholischen Tradition abgewandt und sich mit dem modernistischen Rom versöhnt. Auch eine frühere Versöhnung mit dem modernistischen Rom wird von jenen dementiert, welche eng mit Bischof Tuck zu dieser Zeit zusammengearbeitet haben. Mit 87 Jahren verstarb der vietnamesische Bischof in der Obhut der vietnamesisch-amerikanischen Kongregation of the Mother Co-Redemptrix am 13. Dezember 1984 in Carthage, Missouri. Bischof Tuck erwartet nun die Auferstehung der Toten auf einem Friedhof in Springfield, Missouri. Über Bischof Tuck kann man vieles sagen, Gutes und Schlechtes, aber sicher ist eine Wahrheit, die sein Leben bestimmt hat, der Erhalt und die Förderung des rechten katholischen Glaubens und das Heil der Seelen lag ihm immer am Herzen. Bischof Tuck wird immer wieder gerne für seine Taten kritisiert, seine Zurechnungsfähigkeit angezweifelt und seine Person lächerlich gemacht. Im Rückblick auf das Leben und die Taten eines Menschen ist es natürlich immer einfach, Kritik zu üben. Aber manche Menschen sollten sich auch zu Herzen nehmen,
dass wir alle fehlbare Menschen sind und den ein oder anderen, auch schwerwiegenden Fehler in unserem Leben gemacht haben und noch begehen können. Sieht man sich das Leben Bischof Tux an, kann einem öfter der Gedanke kommen: O Bischof, warum hast du das nur gemacht? Doch müssen wir uns auch daran erinnern, dass wir nicht in den Schuhen Bischof Tux gegangen sind, nicht das gleiche Wissen der Philosophie, der Theologie und des Kirchenrechts hatten wie er. Bischof Tuck wurde Zeuge des Zerfalls einer Gesellschaft und der Zerstörung des rechten katholischen Glaubens in der Gesellschaft und in den Herzen der Menschen. Seine Beweggründe, Priester und Bischöfe zu weihen, bestand darin, den Fortbestand des katholischen Priestertums, der Sakramente und das Heil der unsterblichen Seelen zu ermöglichen. Was einige von Bischof Tuck geweihten Männer mit dem durch ihn erhaltenen Priestertum machten, konnte Bischof Tuck weder vorhersehen noch direkt beeinflussen. Getreu seinem bischöflichen Motto Milis Christi, Soldat Christi, kämpfte Bischof Pierre-Martin Ngo-Dinh Tuck dafür, woran er glaubte. Möge der barmherzige Gott ihm die ewig beseligende Anschauung im Himmel gewähren. Vergelt's Gott fürs Zuhören und Gottes Segen. Pater Matthias Heppel. Thank you.